Willkommen zu einem weiteren Part. Assassin's Creed Black Flag. Ich wollte gerade mal gucken, warum der jetzt hier so blöd aussieht. Ja, nun gut. Wir müssen irgendwie die belauschen. Es gab einen Unglücksfall. Gefreiter Simon. Dieses Krokodil. Unglücksfälle interessieren mich nicht. Was gibt es Neues im Hafen, Soldat? Sprich. Unverändert, Sir. Sie halten durch. Haben aber noch keine Geisel. Das fängt schon echt gut an, ne? Das fängt heute richtig gut an, das Ganze. Fängt richtig gut an, nervig zu werden. Nun, denn wir sollen diese beiden da belauschen, weil irgendwelche Scheiße wieder passiert ist. Entschuldigt bitte, Sir. Es gab einen Unglücksfall. Gefreiter Simon. Dieses Krokodil. Unglücksfälle interessieren mich nicht. Was gibt es Neues im Hafen, Soldat? Sprich. Unverändert, Sir. Sie halten durch. Haben aber noch keine Geisel verletzt oder getötet. Zumindest soweit wir wissen. Vielleicht ist es Zeit aufzugeben? Aufzugeben? Ich bin für das Schicksal dieser Stadt verantwortlich. Und ich beuge mich nicht den Forderungen eines Piraten. Egal wie grausam sein Ruf auch sein mag. Ja, Sir. Solange ich den Lagerschlüssel habe, fasst niemand diese Medizin an. Und wenn Pest und Cholera sie alle dahin raffen. Verfluchter Idiot. Was? Piraten! Ihr Schiff ist hier! Piraten! Zurück! Zurück zum Haus! So, dann wissen wir ja schon mal, wie wir töten müssen. Na komm her. Arbeit! Fängt schon mal richtig gut an. Aber ich muss eigentlich wieder schon wieder so eine Hinterherrennaktion machen. Ja. Tut doch etwas, ihr Narren! Was geht hier vor? Ein Eindringling! Pack ihn! Wer schießt denn da jetzt schon wieder? Ey, das ist doch nervig. Erschießt ihn jemand! Die machen doch gar nichts. Erschießt ihn jemand! Oh Gott! Oh Gott, steh mir bei! Und schlachte diese Teufel! Aha! Blackbeard machte dir das beste Angebot, das je ein Mann von einem Piraten bekam. Du magst ihn dafür verfluchen. Doch Medizin war alles, was er wollte. Und nun bekommt er sie. Hättest du doch verhandelt, Freund. Weise Worte mit so einem epischen Regenschau im Hintergrund. Er ist zurück, Captain! Was hast du? Zwei Kisten. Und genug Material, um noch mehr herzustellen. Mann, du hast mitgedacht. Das ist verflucht selten heutzutage. Habt ihr gehört, Mr. Rex? Mein junger Freund kommt mit Geschenken zurück und rettet euch damit den Hals. Wollt ihr ihm nicht danken? Verlassen wir diese Gewässer, Thatch. Der Gouverneur mustert sicher schon neue Soldaten. Na, segel du mal vor. Ich habe noch etwas im Norden zu tun. Du gehst, oder nicht? Gibst du uns auf? Und Nassau? Sieh, mein Freund. Ich bin in meinem vierten Jahrzehnt auf der Erde. Und sollte ich es nicht schaffen, dass mein fünftes eine ruhige und gemütliche Reise wird, klopfe ich lieber an die Tür des Teufels, als mich ein weiteres Jahr
Captain zu nennen. Wir sehen uns wieder, Junge. In dieser Welt. Oder dir darunter. Welch weisen Worte, mal von Blackbeard zu hören. Ein Krokodil häuten. Verdammt, hätten wir ja mal machen können, da wäre ja schon lustig geworden. Nun gut, so wie es aussieht. Ja, Uplay, alles gut. Ich bin auf dem Weg nach oben. Olivier möchte mit uns darüber reden, auf dem Material, das Sie diesen Monat gesammelt haben, einen Trailer zusammenzustellen. Ganz entspannt, ich treffe Sie im Aufzug. Okay, cool. Okay, wir sind schon wieder bei Abstergo. Hier drüben. Bereit, er erwartet uns. Ach da. Ja, lass uns den Scheiß bloß hinter uns bringen hier. Ich habe mir ihr letztes Material angesehen, atemberaubend. Blackbeard war irre. Und wir waren so mitgerissen, dass wir die Idee zu einem Trailer mit ihm entwickelt haben. Vielleicht am Anfang ein Umtrunk, dann spricht er mit Piraten, erzählt eine Geschichte. Und dann erzählt er eine Geschichte, der nette Herr Blackbeard. Wie er vom Deck seines Bootes springt und... Schiff, kein Boot. Er springt vom Deck seines Schiffes, schwingt an einem Seil und kämpft wie der Teufel. Also, wir müssen das bestehende Material bearbeiten, damit es funktioniert, aber das wird super. Allein der Gedanke daran lässt mich erschauern. Ja, du mit dieser hässlichen Frisur, ey. Sind wir jetzt endlich mal bald da? Hallo, wer bist du? Ja, guck nicht so entsetzt auf den Laptop, Mensch. Bonjour, ça va? Sind wir zu spät? Nein, Sie können gleich... Hi Melanie, ich hab Sie reinkommen sehen. Ich muss Sie kurz allein sprechen. Letitia ist am Telefon und wir sprechen über das Kenway-Projekt. Mais oui, natürlich. Das tut mir leid, ich rufe Sie dann an. Dauert nicht lange. Hallo? Hallo? Hast du einen Moment? Natürlich hast du den. Geh zum Wegpunkt auf deiner Karte. Ich habe noch einen Job für dich. Ich würde gerne alle Kameras im Gebäude mit einem zentralen Monitor verbinden, aber die meisten sind nicht richtig konfiguriert. Ja, ich darf wieder so ein Blödsinn machen für den hier. Noch eine verschlossene Tür. Kein Problem. Voilà. Jetzt hast du Sicherheitsfreigabe Stufe 2. Nicht schlecht für einen Anfänger. Ich aktualisiere den Kommunikator. Cool, das ist auch sonst Digga. Ich hasse diese Abstergo. Diese Abstergo-Scheiße ist dazwischen, die nervt einfach nur. Ach, hallo. Eine interessante Sicherheitsmaßnahme. Sieht aus, als müsstest du die richtige Zahlenkombination finden, um die Welle anzupassen. Ein Kinderspiel, nicht wahr? Wähle ein Zahlenfeld und ändere den Wert. Sobald du die richtige Zahlenkombination hast, solltest du Zugriff bekommen. Okay. Oh Gott, das sieht schon so behindert aus, ey. Und jetzt? Was hat uns das jetzt gebracht? Es funktioniert. Und wenn wir Informationen zu Assassinen, Templern oder dem Observatorium wollen, oder was auch immer uns interessiert, Olivier, wirst du sie liefern. Basta. Aha. Ich verstehe, Letitia. Tut mir leid, wenn das falsch rüberkam. Wir wollen sie ja nicht aufhalten, aber im Moment fehlen uns einfach die Ressourcen, um die Nachforschungen verdoppeln zu können. Es ist Ihr Job, da die Balance zu finden.
Ihre Entertainment-Produkte sind nur ein Mittel, um größere und wichtigere Projekte zu bezahlen. So funktioniert eben die Welt, hm? Schmutziges Geld bezahlt saubere Kliniken. Verstehen Sie? Wir sind an Bord, Letitia. Keine Sorge. Unsere beste Kraft arbeitet daran, aber es braucht Zeit. Er meint dich. Gut. Vielen Dank Ihnen beiden. Ich freue mich schon auf das, was Sie liefern werden. Bis dahin. Wir sehen uns beim Aktionärsmeeting, Olivier. Ich freue mich darauf. Bye-bye. Tabernack! Es ist viel zu früh für solchen Missbrauch. Kommen Sie. Also, was jetzt? Wir tun, was die Lady verlangt. Wir suchen das Observatorium. Assassinen-Templer! Alle verrückt. Aber ich bin neugierig, was dieses Aktionärstreffen angeht. Warum brichst du nicht in Oliviers Büro ein und schaust, ob du seinen Terminplan findest? Oh, was? Dir gefällt die Idee nicht? Naja, ich könnte dich natürlich auch verpfeifen, du Hacker! Du gehörst mir! Was ich damit meine ist, ich will dir natürlich nicht das Leben versauen. Also tu einfach, was ich sage. Und jetzt geh rüber zum Fenster. Welchem verkackten Fenster denn? Meint er hier? Hey, wie praktisch. Da du nicht durch die Vordertür in Oliviers Büro spazieren kannst, habe ich eine Hintertür geöffnet. Und auf geht's. Wusstest du, dass Abstergo von Templern kontrolliert wird? Oh ja, klingt ziemlich haarsträubend, ich weiß. Aber andererseits wurde auch die Mondlandung gefaked, oder? Also ist alles möglich. Tja, welche Stadt das hier wohl sein könnte? Du durch diese Tür oder du hüpfst von der Terrasse. Das sind deine Optionen. Oh, gut gemacht, Junge. Finde den Computer. Und wenn es schnell geht, macht nichts. Wir suchen nach der Tagesordnung des Aktions. Und jetzt passt gut auf. Beim Verschieben von Daten werden sie permanent von Sicherheitsprogrammen überwacht. Schleich dich an denen vorbei, sonst zerstören sie die Daten. Und schicken sie zurück. Ist das wieder so Bullshit hier, ey. Glück musste man das nur einmal machen. Hätte ich jetzt die ganze Reihe davor haben müssen, das wäre nämlich so richtig. Okay. Ja. Nun gut. Das sind doch mal ein paar interessante Bilder hier, ne? Da fragt sich das ja, ob die Leute von Ubisoft das ja schon geplant haben. Im Vorfeld mit Assassin's Creed Origins und so weiter. Da würde ich aber drauf. Definitiv darauf tippen, dass es dann nochmal einen im Zweiten Weltkrieg gibt oder im Ersten, wenn ich das immer so die Bilder da so sehe. Und was könnte das da oben links sein? Wilder Westen? T-
Tja. Na toll. Gewiefte Bastard, ein Pirat durch und durch. Und jetzt runter zur Lobby. Da wartet ein Kurier auf dich. Ja, stimmt. Ich plane das bereits ein paar Stunden. Warte kurz. Die Rezeption. Moment. Ich versuche was. Leichtgläubig wie immer. Und jetzt runter zur Lobby, bevor ich deinen Ohrstöpsel fernzünde. Das ist immer wieder so nett. Mal dran, mich zu verraten. Meine Spur ist verwischt, deine nicht. Und da ist wieder dieses tolle Aquarium. Also da. Wie war der Café Lungo? Ich habe geübt. Ich glaube, er war ein bisschen zu lang. Ach komm, das ist keine Kryptographie, um Gottes Willen, nur scheiß Kaffee. Ah, hurra, unser alter Freund wieder. Hallo, ich wurde angerufen und soll wieder was abholen. Oh, du hast gesagt, du wärst wegen mir hier. Ja, das ist sowas wie ein Bonus. Zeig mal. Eine Konferenz in Chicago, sehr nett. Vielen Dank dafür. Wir bleiben in Kontakt. Ciao, Rebecca. Schreib mir. Vergiss es, Hastings. Sehr gut, mein Freund. Das war sehr gut. Entschuldige bitte meinen Ausbruch vorhin. Du bist bei den Guten. Versprochen. Wir beschützen dich. Vertrau mir. Geh wieder an die Arbeit. Ich melde mich. Naja, ich weiß ja nicht, ob der mich so beschützt. Kommt mir so ein bisschen abstrus vor. Wie der Rest von Abstergo. So, wo war jetzt mein verkackter Animus? Du bist nicht mein Animus. So, was hast du hier für lustige Figuren? Warum hat der so viele Figuren? Okay, der spielt, glaube ich, irgendwelche Spiele gerade auf VR. Gut, der hat ja noch ganz andere Figuren hier. Du? Nächste Kaffeebestellung? Da sag ich doch, Meister Sirup. Der hat auch Bonnet. Noch so zwei andere. Wo ist jetzt mein verkackter Animus? Ist das meiner? Das meine? Oder ist das hier meine? Ich würde sagen, das hier ist meine. Wir haben ein paar mehr Figuren. Nun denn. Würde ich mal sagen, wir ab in die Zukunft. Oder Vergangenheit. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Du könntest verletzt werden. Das würde ich nicht ertragen. Ich bin vorsichtig, Ehrenwart. Und wenn ich erst reich und etabliert bin, lass ich dich holen, bestimmt. Caroline, komm weg da! Nicht überanstrengen! Ich kann dir nichts versprechen, Edward. Wenn du zu diesem Wagnis aufbrichst, kann ich dir nichts versprechen. Gib mich nicht auf, Caroline! Nicht, wenn ich dich am nötigsten habe. Versuchst du, deine Gedanken zu ordnen? Nur ein kurzer Brief nach Hause. Ich bin hier sicher ohnehin egal. Oh, ein hartes Herz, das weicher sein sollte. Oder da weich wohl hart sein sollte. Woher
Woher kommt das plötzliche Interesse an seinen harten Stellen, Mr. Rackham? Du bist es kein mehr, oder? Oh, ei. Ein kleiner Hinweis vielleicht. Oder ein großer, falls du ein echter Gentleman bist. Öffne deine Hand. Oh. Wer schießt da? Vielleicht die Schiffe, die in den Hafen laufen. Jesus. Ja, doch, wer diesen Schuss abgegeben hat, das finden wir im nächsten Part raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo. Und dann finden wir im nächsten Part wirklich raus, wer da geschossen hat. Bis denn.